Ich hätte aber ganz gern den von. Nein. Da. Resonant. Nee, mir reicht das normale. Dafür brauchen wir aber Rotstein. Und ratet mal, wer Rotstein hat. Genau, keiner. Bricks wäre auch kein Problem. Wir brauchen halt Redstone. Ohne Redstone ist nichts los. Aber dann können wir ja auch wieder nichts. Also wir brauchen unbedingt erstmal ein vernünftiges Werkzeug und dafür brauchen wir eine Schmelze und dafür müssen wir das erstmal hier laufen lassen, weil wir das Werkzeug brauchen, um den Eimer zu machen, um Lava hier ranzuschleppen, um das Ding da zu machen. Wir haben ja glücklicherweise noch Sand, wir haben noch Gravel. Ich sag gerne Gravel, also lasst mich in Ruhe. So. Hat natürlich gereicht für 3 Grout, was so ziemlich gar nichts ist. Eigentlich. Ich lasse mal so 2 da. Machen wir mal Kraut. So. Irgendwie müssen wir jetzt an Kies kommen. Oder an sich an so Zeugs. Eine Toolstation war doch einfach. Na, erstmal Sticks. Und dann das hier einfach, ne? Ja, eine Toolstation. Und dann das und das. Und dann hätten wir eine Toolstation. So, da haben wir mal eine Toolstation, die wir immer dabei haben. Sollten wir irgendwas reparieren müssen. Außerdem haben wir jetzt Eier. Wie viel bringt ein Ei? 2 Hungerpunkte, okay. Dann kann man hier die Pfanne einfach mal mitnehmen. Wir gehen erstmal Penerözi machen. So, wie sieht's hier aus? Wir haben schon einen Coal Coke und 500 Kreosot. 1000 Millibuckets sind ein Eimer. Okay, dann sind wir ja bald schon ganz gut vorangekommen. Wir brauchen ja auch nur einen Eimer, also eine Flasche. Eimer können wir ja nicht befüllen. Das ist, ich dachte gerade, das wäre so ein, mal wieder so ein unbelievable Endloskreis. Aber ich mich glücklicherweise geirrt. So, für Kies ist das Ding anscheinend nicht ganz so effizient. So mehr erst für Sand und sowas gedacht, hoffe ich. Dass es für Sand gedacht ist. Auch. Und Lehm. Ansonsten muss ich doch wieder Schaufeln machen. Oldschool-mäßig. So. Ja, wir brauchen diesen Kies. Ein Excavator wäre jetzt auch nochmal nice. Aber ich glaube, dafür brauchen wir schon die Toolstation. Was haben wir hier? Eine Toolstation. Was meinte ich dann? die geupgradete mit für bessere Werkstoffe. Also, falls wir uns zum Beispiel einen Lumberaxe machen wollen oder einen Hammer oder hast du nicht gesehen. Ja, also Tinker's Construct ist schon eine geile Mod. Ich denke, die feiern auch sehr viele von euch. Wenn ja, fickt euch. Warte, was? Nein. So, und Sand werden wir auch brauchen. Wenn wir gar nicht drum rumkommen, ohne Sand zu arbeiten. Nehmen wir hier den ganzen Sand mal mit. Ah, der Sand, den können wir natürlich auch wieder nicht abbauen. Lehm und alles, das geht, aber Sand? Da braucht man eine normale Schaufel. Die haben wir nicht, ne? Nee, scheiße. Na gut, dann ist das so. Dann dauert das jetzt einen Moment. Oder ich baue mal eben kurz eine. Aber nee, lass mal stecken. So, wie viel Grout können wir denn jetzt machen hier? Und der Sand ist alle. Okay, Sand ist also momentan noch Mangelware. Dann holen wir uns den Sand. Gleich geht uns das Ding eh flöten. Jeden Moment. 3, 2, 1. Oh.
Ah, gut. Habe ich nicht, aber okay. So, dann nun hauen wir da mal hier rein und machen mal das und... Bin ich behindert? Entschuldigung, tut mir leid. So. Lassen die hier mal stehen, falls ich die doch nochmal brauchen sollte. Und dann hauen wir uns nochmal hier ein bisschen Sand rein. Ins Inventarchen. So, dann Lehm, das und Kies und bam, wieder 19 Grout. Diesmal fehlt uns Lehm. Und da war gerade irgendein Bug. So, den können wir glücklicherweise schneller abbauen mit dem Ding hier. Für Lehm ist das Ding gemacht. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Wir machen mal jetzt so viel Grout wie nur möglich. Wir wollen ja auch später noch erweitern und sowas. Und wo brauche ich noch die ganzen Werkzeugchen? Nee, komm, ich baue mal eben schnell eine Schaufel. Tut mir leid, das geht so nicht. Ich verstecke die mal hier im Boden. So. Später denken dann alle, wie kommt die denn hier hin? Das ist Zauberei. Verbrennt die Hexe, die dafür verantwortlich ist. So. Ja, das geht schon um einiges angenehmer. Also das Ding ist für Lehm, Dreck und zum Farmen geeignet, aber nicht für Sand und Kies. Da bräuchte man einen Excavator oder eine Schaufel. So. Kies fehlt uns noch um einiges. Also große Mengen Kies fehlen uns noch. Dann holen wir den mal eben von hier. Komm mit, Kies! An einen besseren Ort! Mein Ofen. Das heißt drin. So. Die Schaufel geht natürlich gleich flöten. Ja, das war schon unsere Schaufel. Hättest du mal diesen einen Lehm nicht abgebaut? Hättest du das mal nicht gemacht? Dann hättest du noch einen Kies mehr gehabt. Schnauze. So. Dann das hier und Alter, Lehm haben wir eh genug. Also Lehm ist niemals das Problem. Also so schnell nicht. Wenn dann Kies. Aber jetzt haben wir so viel Grout, eventuell könnte das schon reichen. Da wir die da eh stehen haben, werde ich die mal schnell nutzen zum Reparieren. Ratatatat. So. Und das bleibt hier. Ha! Also wenn wir Lehm, Sand oder Kies brauchen, sind wir ja hier genau richtig. Natürlich sehen die Teiche jetzt nicht mehr ganz so schön aus, wie sie mal waren, aber sollten wir hier dann später in diesen Terraforming-Lauf kommen, was hier ein bisschen länger dauern könnte, oder überhaupt mal dazu kommen wird, das ist natürlich eine gute Frage, wenn wir natürlich hier vier Leute werden, wie das geplant oder erhofft ist später. Dann wird das sowieso ein bisschen anders aussehen hier. Ob wir dann die Länder hier so aufteilen, dass hier jeder ein Viertel kriegt und wir hier eine festen Linien durchziehen oder ob wir uns dann auf zu zweit zusammenteilen und jeder eine Hälfte kriegt oder wir das einfach so machen, jeder baut da, wo er will und wir sind hier brüderlich und sowas und so ein schwuler Scheiß, dann passt das schon. So, wir tun jetzt hier mal Glass Bottles rein und dann haben wir Bottle of Creosote-Öl. Und Essen bräuchte ich auch, aber da haben wir ja das zum Glück noch. Später können wir uns auch noch Sachen wie Golden Bag of Holding machen und so ein Quatsch. So. Mighty Smelting kann erstmal hier rein. Brauchen wir fürs Erste nicht. So. Dann. Machen wir jetzt hier mal den Grout und hier den Rest und machen da mal so viel wie möglich draus. So, dann haben wir das Zeugs. Bottle of Creosote Öl. So, jetzt müssten wir. So, da sind wir wieder. Tut mir leid, das war jetzt ein ganz, ganz blöder Cut. Da muss ich mich jetzt mal ganz stark für entschuldigen, aber da gerade wieder was passiert. Nebenbei hat er irgendein Backup gemacht. Okay, jo, gut, kann ich mit leben. Aber es ist gar kein Server. Wird aber wie einer gehandhabt anscheinend. Na gut, dann ist das eben so. Jetzt ist es natürlich eine kleine Pause gewesen, weil ich musste gerade mal eben ganz kurz an der Tür. Hoffen wir mal, dass das nicht ganz so schlimm ist. Aber wir haben jetzt unser Creosote-Öl. Das war doch die Sache, die ich machen wollte, ne? Und dann war das doch einfach nur ein bisschen Holz. Sprich, wir müssten einfach nur, ich werde mal Roffelkopter reparieren.
Komm mal her, du. So. Ich brauche den Kopf da mal eben ganz schnell repariert. Und dann werden wir mal eben ganz schnell Holz fällen. Und gut. So, jetzt müssen wir auch nicht mehr so springen, sondern wir können da einfach ganz simpel hochlaufen. So, dann werden wir mal ganz schnell das Holz nehmen. So, und ich hoffe, dass das klappt. Oh, bitte klappt. Und wir haben Treated Wood Planks. So, und die werden wir jetzt zu Treated Sticks machen. Machen wir gleich mal 16 Stück. Wenn wir immer noch was brauchen, können wir mal noch was machen. Wir haben ja noch ein paar Böttelchen, ne? Theoretisch, ich habe da jetzt eine Glasflasche. Wie war denn das? Einfach nur eine Glasflasche und rundherum das Zeug. Ach, weißt du, mache ich wann anders. Komm. Ich wollte gerade mal so ein Trank-Dings machen, aber wahrscheinlich gehen die da eh nicht rein, bevor das nachher wieder umsonst ist, was ich hier wieder fabriziere. So. Haben wir schon mal wieder 4 Seared Bricks. So, und wir müssten jetzt mit diesen Treated Dingsens. Wenn das jetzt auch nicht geht, ne, dann stehe ich vor einem Riesenrätsel. Es geht. Okay, gut. Gut, dass ich weiß, wie man mit Creosote-Öl und so einem ganzen Quatsch umgeht. Jetzt haben wir einen Forge-Hammer. Jetzt müssten wir ganz einfach Iron Plates machen können. Nice. Nice. Okay, dann tun wir mal eben ganz schnell irgendeinen Quatsch weg hier. Die. Und Eisen. Haben wir kein Eisen mehr. Doch, hier haben wir noch Iron. Würde aber nicht reichen. Wir brauchen ja mehr. Wir brauchen mehr. Das ist alles, was wir... Achso, hier haben wir noch was, ne? Ja. Quatsch. So. Diese 8 Eisen, die lege ich jetzt hier rein und mache da jetzt Eisen draus. Dann haben wir Seared Bricks ohne Ende. Und die mache ich jetzt zu Seared Bricks. Und Seared Bricks, wie ihr die wahrscheinlich kennt, können wir jetzt hier einfach gleich platzieren. Ich sollte halt nur mal eben ganz schnell das Laub entfernen hier, beziehungsweise den ganzen Baum. Und dann können wir das und das und das, das weg hier. Und dann können wir das Ganze hier schön setzen. Perfekt. Reicht zwar noch überhaupt nicht, weil wir immer noch was brauchen, aber immerhin kommen wir dem nahe. Und wenn wir dann den Tank auch noch befüllt haben, den ganzen Quatsch, dann geht das ab. Dann geht das richtig ab. So. Und wir können so schön hinstellen hier und den schon benutzen. Ich muss halt nur noch die Werkzeuge machen, ich Idiot. Also wir brauchen noch zwei so eine Viecher hier. Ich muss mal ganz kurz ins Buch schauen. Wie man die nochmal macht. Ich weiß zwar, wie man diese Forsets macht, oder wie die sich nennen, diese Rinnen. Ich weiß nicht, wie man... Also wir brauchen Casting Table, das ist klar. Das geht so. Und das geht so, okay. Und dann brauchen wir noch eine Drain. The Drain. Also, Casting Table war... so. Genau. So, dann haben wir Eisen. Tut mir leid, dass ich mich hier ständig räuspern muss. Das ist ja krass. Krass, 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 krass. So, wir haben jetzt Iron Plates. Die müssen wir jetzt einfach nur so machen. Und schon haben wir einen Eimer. Mein Gott, was man alles tut, ne? Für einen billigen Eimer. So viel zu Expert Mode, ne? Bin ich jetzt ein Experte? Ups, das wollte ich gar nicht. Na super. Kann ich das platzieren? Nein, kann ich nicht. Oh. Kann ich sie wieder reintun? Nein, kann ich nicht. Oh. Gut. Dann mache ich eben schnell nochmal so ein bisschen von dem Zeug. So, dann haben wir halt noch ein bisschen Treated Holz. Treated Holz. So. Jetzt können wir uns nämlich hier unten... Au! Jetzt können wir nämlich hier unten, unten drunten, das Feld machen. Also sprich, ich könnte jetzt den Farmbob nehmen. Mal, was sind das für Namen? Tut mir leid, aber ich bin halt so kreativ, weißt du?